Willkommen, willkommen zurück zu The Mighty Quest von Epic Loot mit mir, Peter Bus von Creed.de. Und es geht wieder gegen einen von euch, nämlich Nigdal, Stufe 22. Das ist ein Fall für die Runaway, die wahrscheinlich scheiternderweise da durchrennt. Und noch so ein Ding. Warum switcht bitte schön die fucking UI, wenn ich meinen Helden wechsle? Nochmal Entschuldigung für alle, deren Folgen ich jetzt gerade mache. Ich versuche auch was zu euren Schlössern zu sagen, aber hauptsächlich werde ich was über das verdammte Spiel sagen. Weil es ich langsam aber sicher immer mehr einen Hals bekommen. Ja? Ich versuche auf alles hinzuweisen, worauf ich schon in vergangenen Videos hingewiesen habe, inklusive eigenen Episoden, die ich nur der Tatsache gewidmet habe, was hier alles noch zum verdammt nochmal beheben ist. Was bis heute nicht passiert ist, wonach es auch einfach nicht aussieht. Wahrscheinlich wird es auch niemals passieren, weil sie nicht verstehen, dass es ein Problem ist. Ja, stattdessen kriegen wir neue Skins. Neue Skins! Ja, nicht neue Modelle oder so, nein, dieser Drache hier wird neu angemalt. Und der Krieger wird neu angemalt. So cool! Oh, ist zum Kotzen, ehrlich. Absolut zum Kotzen, ey. So. Schauen wir mal, was wir hier so vorfinden. Hat da irgendwas zugeschlagen von mir? Ich glaube nicht. Du musst jetzt natürlich da durchrennen und dir macht das ja auch nichts. Du trägst den. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn jetzt gewesen? Oh, lol. das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist zu gut. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, ist das gut. Oh, 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 oh. Das ist frech gut. Frech gut. Wo renne ich denn hin? Wirklich mal. Wo sollte die Reise da gerade enden? Ich habe keine Ahnung. Ist einfach in die Richtung gerannt. Einfach so, bam, da hochgelaufen. Völlig sinnlose. Alter Schwede. Die Beißfallen auf der Stufe bringen noch nicht so viel. Ups, da war ich jetzt noch in meinem Magier drin. So vom Skillgebrauch her. Die Beißfallen bringen deshalb noch nichts, weil nur zwei Felder mehr geöffnet sind. Ja, und der stirbt jetzt nicht mehr davon. Oh, wow, 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 wow. Da laufe ich mal eifrig drumherum und hoffe, dass ich hier oben kämpfen kann. Schauen wir mal, was da so für Gegner anschleichen. Ah. Ah. Oh Gott. Oh, 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 komm schon. Nein! Gott, ey, wenn man seine Skills noch nicht beherrscht. Ganz ehrlich. Du kannst, genau, stirb du mal. So, wie, da ist mein Trank. Ich ignoriere dann auch den Heiler, das ist natürlich ganz schlecht. Ich lasse den einfach liegen. Stehen, besser gesagt. Ah ne, ist gar kein Heiler, er lebt ja nun wieder. Wow, 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 wow. Das ist nicht unschwer, muss ich sagen. Ich kam jetzt durch und ich traue mich auch schon fast nicht zurückzugehen. Weil da steht immer noch was. Ich habe es ja geschafft. Mehr schlecht als recht, ne? Mit einer Krone schaffe ich es immer. Mit einem Stern komme ich hier durch. Und damit belasse ich es auch. Tränke habe ich schon keine mehr. Wow. Okay, wie gesagt, die Stachelfallen bringen es jetzt noch nicht, die sind noch zu klein, da würde ich was anderes hinsetzen. Den Bossraum musst du voller stopfen mit Zeug, das gefährlich ist und die Kreaturen musst du mehr klumpen, damit ich nicht irgendwie einen Teil davon umgehen kann, wie zum Beispiel dieser eine IMAX, der dann noch übrig war, der hätte definitiv geholfen, dabei mich zu vernichten. Ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte. Wenn du was zu upgraden hast, wie immer upgraden, aber ich denke, das wird das Wichtigste gewesen sein. Und vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es gefallen hat, like da lassen. Wer was zu sagen hat, kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Und wie immer, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.